So, jetzt aber Ahlen. Wir versuchen mit der Ahlen raufzubringen in die zweite Liga und haben dafür ordentlich Geld in die Hand genommen. Ein paar Oldies uns reingeholt für die zweite Hälfte dieser Saison. Wir sind jetzt am 10. Januar und machen mal weiter. Wir haben ein paar Schwätze mit verschiedenen Leuten. Wir haben schon im Terminkalender eingestellt, dass wir Spielermärkte scouten, Weiterbildung machen, Sport treiben und so weiter. Den Rest können wir uns schenken. Achso, wir müssen noch ein Freundschaftsspiel, ein weiteres vereinbaren. Für die Woche danach. Genau, das ist für die nächste. Oh, da war schon einer. Ach, da geht schon weiter. Da ist schon wieder Saison. Ah, hier, das ist schon wieder ein Saisonspiel. Dann können wir das uns wieder schenken. Okay, alles klar. Ein Freundschaftsspiel noch. Und dann geht's weiter. Okay. Brauchen wir, können wir machen, könnten wir uns leisten, aber Konditionswerte sind eigentlich ganz gut. Wir haben kaum Konditionsprobleme. Mal schauen, ob wir das wirklich brauchen. Die würden dann halt besser Kondition trainieren, wenn wir einen Athletiktrainer hätten. Aber den können wir uns eigentlich kaum leisten. Blick in die Finanzen zeigt, doch Vereinsbudget 46.000, wir könnten es machen. Das schlagen die uns die ganze Zeit immer und immer wieder vor. Komm, wir machen das. Und weiter. Jetzt kommt wieder das Training. Wir holen uns wieder die Woche vom letzten Mal, diese hier, mit der wir begonnen hatten. Und checken mal wieder alles durch, wie es jetzt so aussieht. Verträge verlängern, Akira. Welche Verträge verlängern? Also die von den Mitarbeitern oder welche? Können wir uns auch mal angucken. Hast du da was gesehen? Hast du Mitarbeiterverträge erspäht, die du gerne verlängern würdest? Welche denn? Die laufen da alle ganz lang. Zwei. Leiter Marketing, der ist ganz schlecht, den verlängern wir nicht. Medizinische Abteilung, den könnten wir verlängern. Alle anderen laufen noch lang genug. Meinst du die? Ja, also den hier können wir machen. Die anderen finde ich nicht nötig. Da können wir auf Vertrag verlängern gehen. Das ist ein richtig guter. Da hast du gut mitgedacht. Danke dir. So. Das ist das Training. Wir holen uns diese Woche hier. Jetzt wollen wir mal schauen. Wir haben wieder Distanzschüsse, Dribblings, Ecken, Rückraum. Das ist alles besser geworden. Nochmal weiter auf Fitness. Ah, wir müssten mal gucken, wie hoch die Fitnesswerte sind. Die waren, glaube ich, gut genug. Kondition Frische. Gibt es irgendjemand mit einem richtig schlechten Fitnesswert? Nee, eher ein schlechter Frischewert. Wir müssen nicht mehr in Kondition gehen. Die haben durchgespielt eben. Die einzigen, die wirklich mies sind, sind die, die verletzt waren. Aber für die konnte ich die ganze Mannschaft rackern lassen. Das würde ich so lassen. So. Das heißt, wir könnten das Hild, die Fitness-Sache, rausnehmen. Und da wir eben lange gespielt haben, nehmen wir einmal die aktive Erholung rein für alle, damit wir bei allen nochmal die Frische erhöhen. Dann packen wir, das Spiel ist hier, hier ein bisschen um. Hier packen wir die Rondo-Varianten hin. Und hier das schnelle Umschaltspiel. Beim Ballbesitzfußball, den hatten wir zuletzt trainiert, gehen wir wieder auf Angriffsfußball mit kurzen Pässen. Na, das dauert lange, bis wir den fit haben. Dafür müssten wir vielleicht auch nochmal unser Training umstellen, weil das trainiert man mit schnellem Umschaltspiel und mit Angriffen mit direktem Passspiel. Das Anti-Angriffe mit dem direkten Passspiel, die haben wir nie drin. Die müssten allerdings auch die allgemeinen Passwerte eventuell erhöhen. Oder nur die Eigenschaft. Ich weiß es nicht.
müssten eigentlich das Kurzpassspiel überall verbessern. Das könnten wir auch mal machen. So, hier machen wir nochmal Auslaufen vor dem Spiel. Aktive Erholung. Die Werte hier unten sind recht gut. Torschusstraining würde ich gerne nochmal machen. Das haben wir lange nicht gemacht. Der rote, der Intensitätsbalken ist nur wichtig, hat mir schon mal erklärt, für die Kondition und die Frische, nicht dafür, wie viel man hier lernt. Da die Konditionswerte gut sind im Moment, gehe ich überall auf Gelb runter. Pressing haben wir hier für die Reservisten, die würden dann auch ein bisschen Kondition befüllen, das finde ich eigentlich okay. Pressingwert senkt, lässt etwas nach. Stattdessen könnten wir hier auch trainieren, die Rondo-Varianten, die gut sind für den Ballbesitzfußball. Oder könnten hier das schnelle Umschaltspiel trainieren, das für die neue Spielphilosophie gut ist. Und für den Konter. Ja, das können wir machen. Für die Reservisten, das sind die Erste. Die sammeln dabei auch ein bisschen Kondition, aber nicht genug Kondition. Wir machen lieber etwas, wo die richtig gut Kondition lernen. Dann gehen wir bei denen in die Fitness, für die Reservisten, damit die keine Fitness abbauen. Das kann alles so bleiben. Hier gehen wir noch ein bisschen hoch, dass wir auf 50er Werte kommen vielleicht. Ich würde gerne das Torschusstraining auch mal einfügen. Hier machen wir die Angriffe durch die Mitte rein und hier das Torschusstraining. Das haben wir lange nicht mehr trainiert. Torabschlüsse. Das gefällt mir so ganz gut. Ach, was ist das hier? Unterhaching, das ist ein Freundschaftsspiel, genau. So sollte es eigentlich funktionieren. Heute gab es schon wieder ein Update fürs Spiel. Echt? Jürgen schreibt es gerade, das ist mir vollkommen entgangen. Athletiktrainer ist Ersatz für den Ehrenamtlichen, genau. Eagle One. So, und das können wir so übernehmen und gehen eins weiter. Ein Managerpunkt. Das ist der neue Mitarbeiter, den suchen wir für das Konditionstraining. Nee, für den Leiter HR. Oder ist das die Verlängerung? Nee. Habe ich mich eben verklickt? Oder ist das eine alte Sache, die wir eingestellt hatten? Kandidaten für Leiter HR. Brauchen wir nicht viel Geld. Der hier ist 2 Stufen runter und viel billiger. Gehen wir hier mal rein. Kandidatin Liana Fleck. 23. Einmal. Ach, ich habe mich verklickt, ja? Ach, wir würden den Alten auch entlassen. Hatten wir denn vorher einen? Ich habe mich verklickt einfach nur. Da lass was sein, ne? Da lass was sein. Und das hier ist die Verlängerung von dem Mediziner, den wir auf jeden Fall haben wollten. Der Vertrag läuft im Augenblick bis 22. So würden wir ihn bis 23 machen. Gehen wir im Jahresgehalt noch etwas runter. Oh, er will eigentlich weg. Versuchen wir mal so.
Es hat geklappt. Mehr ist nicht drin. Einmal bestätigen. Ist halt ein sehr guter, der will eigentlich zu einem besseren Verein. Zu einem in der höheren Liga. Das kann man dir nicht verdenken. Aber er ist ja zu uns gekommen. Er hat sich aber dabei was gedacht. Ein Freundschaftsspiel steht vor der Brust. Marion Faller. Technik hat er sich geholt. Nächstes wäre das ist der für den Flügel, der linkse Außen. Schusskraft oder Ballgewinne. Ballgewinne wäre der Doppelpunkt. Ich schaue mal wieder in meine Liste rein. Da sehe ich, ob der Spiel, die Spielstärke auf der linken Außenposition im Sturm, wie sehr die steigt, wenn man eine dieser beiden Eigenschaften nimmt. Wie gut die dafür geeignet ist. Ballgewinne ist für die Außenflügelangriffe unwichtig. Bringt kaum eine Vermesserung. Und die Schusskraft wiederum bringt mehr Verbesserung. Nicht viel, aber etwas mehr. Dann machen wir hier Schusskraft einmal. Schnudelober, danke dir. Hi Schnudelober. Hurra Wochenende. Hurra Schnudelobers. 14. Abo. Liebe Grüße an unseren Schnudelober. Hallo Leamas. Tut uns allen leid, wir haben an dich gedacht. Wir haben euch angefeuert. Leamas Schweizer bei uns in der Community. Alle. Das ist im Freundschaftsspiel die Gegner. Die sind eher angriffsorientiert. Und sind, unten steht 69 zu 61, geringfügig schlechter als wir. Und haben viele Stürmer. Da könnten wir mal unsere Viererkette einsetzen. Und so spielen. Und sollten auch mit den Besten beginnen. Hier oben, die puzzeln wir noch etwas durch. Pantovic ist wieder da. Das ist ja schön. Pantovic ist wieder fit. Da geht Pantovic auf die rechte Seite. So kann man es auch machen. Gavriliuk kommt dann später. Da gucken wir uns noch die Torwachter an. Wir beginnen mit dem Guten. Der ist auf der Bank. Genau. Wir beginnen mal mit den Stärksten. Und ich wechsle einmal kurz die Leute ein. Die stehen ja teilweise auf den falschen Positionen, weil Spielsystem gewechselt. Ich wechsle mal die ein, die wir brauchen, ja? Mit zwei defensiven Spielen müssten wir Matti auch wieder reinnehmen. Den nehmen wir in der zweiten Hälfte rein. Brügger lassen wir mal draußen. Das war, glaube ich, ein Rechtsfuß, der Neue, der Spanier. Ist ein Beidfuß und Huck war, glaube ich, ein Rechtsfuß. Machen wir dann so rum. Dann machen wir noch einen guten Zentralen. Aber dran denken, einmal tüchtig durchwechseln auf allen Positionen gleich. Das heißt, die sollten schon auf einem Level sein. Den Innenverteidiger müssen wir noch umstellen. Können das auch so machen. Sind wir bei 73 und die bei 61. Klaas kommt nachher rein. Gavriliuk kommt nachher rein und Bäumler. Winkel, den Sturmwechsel nachher durch. Feed, genau. Die können nachher in der Mitte Freund einmal kräftig durchwechseln. Ceylan beendete die Karriere. Markert ist auch schon relativ alt. Bürger ist auch älter. Karl Reinhardt ist sowieso unser Ersatz. Dem würde ich gerne einmal eine Partie geben, dem Nicolas Moritz. Aber das können wir auch später noch machen.
Der hat bislang noch nicht gespielt. Ich glaube, so kann man anfangen. Das sollte funktionieren. So, wen greifen wir an bei denen? Wir gehen auf jeden Fall über die Flügel. Oh, der ist sehr stark. Linker Flügel ist extrem. Lass uns mal mehr über den rechten Flügel gehen. Wir greifen vor allem über den rechten Flügel an. Das ist eigentlich eine gute Idee. Dann nehmen wir Pantovic nach außen und stellen Dora in die Mitte. Der ist allerdings, hat gar nicht den Stürmer. Der könnte man höchstens so einsetzen. Dann gehen wir so über die Flügel rein. Das könnten wir machen. Dann weichen wir den Innenverteidigern ein bisschen aus hier. Ziehen, kommen von hinten hier über die Flügel. Wir gehen mal mit Bäumler. Dann wechseln wir nachher einmal durch. Alles klar. Fein. Wollen über rechts vor allem angreifen. So. Starten mit dem Ballbesitzfußball. Pressing-Variable. Ein bisschen Kraft sparen. Wir haben nächste Woche bereits unser erstes Ligaspiel wieder. Wie gut ist der Torwart? Etwas schlechter. Ich gucke wegen den Distanzschüssen und so. So kann man es machen. Mal schauen, ob es klappt. Anpfiff! Letztes Freundschaftsspiel vor Beginn der Rückrunde. Allen etwas überlegen, aber nicht viel. 12 Punkte etwa. Erster Angriff. Abseits von Milos. Milos, bist du noch nicht wach? Was habe ich dir eben reingetan in deinen sogenannten Energiedrink? Genau. Irgendwann müssen die Drogen auch müssen die Vitamine auch funktionieren, Milos. Konzentriere dich auf das, was er dir im Blut pumpt. Freistoß Allen. Bäumler köpft nach hinten. Leute, das Tor ist hier vorne. Abgefälscht. Ja. Eigentor! Tut dem Gegner weh und macht uns froh. Letztes Freundschaftsspiel vor dem ersten richtigen Match der Rückrunde. Wichtig für die Moral, Leute. Faller dribbelt sich in den Strafraum. Flankt in die Mitte. Heber von da und... Latte! Knapp daneben. Und der Haken kommt. Danke an Lorsovo fürs Abo. Go allen zurück. Danke fürs zweite Abo. Knapp vorbei. Danke dir. Drückender Ballbesitz für uns. Ecke für Ahlen. Faller, der Knaller. Innenverteidiger weit aufgerückt. Cooler Kopfball. Schön, wenn man einen kopfballstarken Innenverteidiger hat, der dann vorne mitmischt. Läuft. Sehr fein. Läuft. Alles gut. Ahlen kommt weiter. Elvedi aufgerückt. Nicht jeder Innenverteidiger. Hör mal, nicht mit dem Fuß, mit der Birne. Nico mit der Birne. Urrea ist überall, der neue Spanier, den wir in der Mannschaft haben. Der Oldie, den wir uns geholt haben. Der traut sich echt was. Sehr aktive Partie von ihm. Fällt mir echt gut. Hat eine gute Note. 2-0 steht er im Augenblick. Schöne erste Partie. Schöne erste Hälfte, ja. Gleich mischen wir einmal durch. Damit jeder mal drankommt. Die umzingeln das Tor. Sag mal, wann schießen die denn mal endlich? Tor! Ja! Spieler haben alles richtig gemacht, haben nicht auf den Trainer gehört. So machen wir es. Sehr fein. Nochmal ein Angriff. Wir liegen doch schon 3-0 vorne. Elvedi, Innenverteidiger, aufgerückt, 4-0 zur Halbzeit. Dann können wir den Rest mal ein bisschen lockerer angehen lassen. Hör mal, ich habe das Gefühl, die Leute tun uns, das läuft richtig gut, die beiden Freundschaftsspiele.
49. Minute. Schiri will ohne Halbzeitpause durchspielen. Ah, okay. Pantovic, Bäumler, die Stürmer. Da ist überall der Urrea. Unglaublich. Unser Spanier, überall zu finden. Ein super Spiel, die zweite Halbzeit verspricht Großes. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Wir könnten auch auf das abgesicherte, ruhige Aufbauspiel zurückgehen, um ein bisschen Kraft zu sammeln. Zu sparen. Das ist dann das hier. Nicht mehr so, sondern so. Dafür erhöhen wir etwas das Pressing. Das heißt, hier sparen wir Kraft und die investieren wir ins Pressing. Das können wir nämlich richtig gut. Da haben wir extrem hohe Werte. Wo sind denn unsere Pressing-Werte? Irgendwo hier unten, der grüne Balken hier. Dann schauen wir uns nochmal an, ob die immer noch... Oh, ja, die rechte Seite ist immer noch die bessere bei denen. Pantovic würde ich allerdings langsam... Der ist auch gelb gesperrt. Das ist im Freundschaftsspiel eigentlich egal. Die können wir mal rausnehmen. Nehmen den Ora rein. In der Mitte den Gavriljuk. Und eben ziehen wir eins zurück als hängende Spitze. Voller auf der linken Seite. Fitnesswert gut. Kann noch was weiterspielen. Dann nehmen wir den jungen Torwart rein für den alten. Werden dadurch hinten etwas schwächer. Spielen weiter mit Viererkette. Matti Hug war lange verletzt, darf raus. Und wir nehmen rein den Zenger oder den Klaas. Den Zenger. Den Klaas können wir nachher für die linke Seite reinnehmen. Die haben alle gute Form. Winkel. Den wollten wir da reinnehmen für... Der muss auch noch rein. Dann Ora doch woanders hin. Ora kann auch hängende Spitze. Gavriljuk ist neu drin. Ora kann auch rechtes Mittelfeld. Gavriljuk könnten wir hier hinstellen. Der ist neu reingekommen, genau. Wie können wir es denn stattdessen machen, dass wir auf jeden Fall mit dem Winkel spielen? Die könnten wir ins rechte Mittelfeld stellen. Wie kompakt stehen die in der Mitte? Sehr kompakt. Da könnten wir ihn für den Schnellhardt spielen lassen. Den Schnellhardt ersetzen durch den Winkel. Die so rum. Dann wären wir deutlich sturmschwächer. Und ihn könnten wir im offensiven Mittelfeld spielen lassen. Wir können auch mit zwei hängenden Spitzen spielen. Oder einfach, ja, arbeiten mit zwei hängenden Spitzen und zwei Außenverteidigern. Eine Zweierkette hinten. Zentrale, das ist mal unbesetzt. Machen und genau, das kann klappen. Dann können wir noch zwei Wechsel machen. Wer ist noch ein bisschen unfit? Der Hein ist nicht mehr der allerfitteste. Echt ein super fitter Rest machen wir nachher. Den Rest lassen wir einmal so. Die würde ich ungern rausnehmen, weil die haben super schlechte Noten im Augenblick. Dann würden die Noten übernehmen. Das wäre doof. Den Urrea könnten wir schonen. Der hat eine Einer-Note. Dann würde er dann reingehen ins Training. Können auch Elvedi austauschen gegen Jek. Da könnte man noch austauschen, der Einer-Noten Urrea gegen den Dahl. Wir könnten den in die Mitte reinnehmen. So, so können wir es machen. Ja? Haben wir einmal alle gewechselt, die dürfen auch alle mal, alles gut. Schade ist um den Klaas. Aber so machen wir es jetzt mal. Alles klar. Einen Satz gehen wir eins runter. Und weiter. Kaum auf den Platz, schon wird gefault. Gotthardo. Hallo Gotthard. Danke dir fürs zweite Abo. Gotthard. Ja. Wir liegen 4-0 vorne. Ballbesitz drückend überlegen, aber
sind beim Einsatz runtergegangen auf wichtig, dass sich niemand verletzt. Trotzdem nochmal Freistoß von Philipp Winken, dem Freistoßexperten, in die Mitte. Dahl, neu reingekommen, Köpf nach vorne, zwingt den Torwart zu einer Glanzparade im Nachfassen. Konter der Unterhachinger. Oh, wir haben uns. Ja. Dribbelt quer zum Torwart und schießt dann noch daneben. Guck mal, wie viele Zuschauer wir haben. Es gibt auch schöne Einnahmen. Fast 3000. Das heißt, wenn man bei der Teamstärke einen Punkt hochgeht, das merkt man doch gleich, ne? So, jetzt wechseln wir noch zweimal. Kein Wechsel mehr möglich, okay. Oh, rechte Seite komplett entblößt. Ei. Das sollten wir eigentlich mal nutzen, oder? Nutzen wir schon. Spiel plätschert dem Ende entgegen. Gelbe Karte beim Freundschaftsspiel. Kann passieren, ist egal. Zweite Halbzeit war mau. Das heißt, die, die wir neu reingenommen haben, werden auch keine so guten Noten bekommen. Aber das Endergebnis, das sollte dem Teamgeist eigentlich gut tun, denke ich mal. Abpfiff. Gleich kommt, das war das letzte Freundschaftsspiel in der Winterpause. Teamfortschritt überall geht so. Kann man mitarbeiten bei den Eigenschaften. Die Werte sind immer noch hoch. Teamgeist extrem hoch. Wow, klasse. Einer für alle, alle für einen. Wird gejubelt im Chat. Im Team. Frische Werte etwas niedriger, das ist okay. Schwalben trainieren wir nicht. Rest ist alles okay. Toni ist erkrankt, hat einen Infekt. Der Neue, der Innenverteidiger. Und WB ist leider auch erkältet. Otschi, WB hat sich auch erkältet. Stand da im Spiel. So. Wen boosten wir? Gavriljuk könnten wir nochmal boosten. Len Reinhardt, ne, den haben wir schon, den Ersatztorwart schon zu oft geboostet. Könnten unseren Topstürmer nochmal besser machen. Fabian, den haben wir lange nicht mehr gut gemacht. Dann arbeiten wir nochmal an Fabian Schnellhardt. Ein teamstarker Punkt vor Magdeburg. Teamwert mittlerweile bei 25 Millionen. Das war zu Beginn der Saison, glaube ich, 20 Millionen. Das heißt, wir haben nochmal 20% mehr Teamkaderwert drauf bekommen. Einmal, ja, leider ist ja alles beim Alten geblieben bei den Etats. Einmal abgespeichert. Und Aufstellung, jetzt machen wir wieder die, aber die beste. Jetzt stellen wir einmal die beste ein und die oh Gott, stehen die kompakt auswärts. Die werden mauern ohne Ende. Das mit der Viererkette reißen wir gar nichts. Irgendwas mit Dreier und über den Flügel. Das könnten wir machen. Hier stehen die sehr kompakt. Zwei in der Mitte. Zwei Defensive brauchen wir eigentlich nicht. Ein Sturm. Die haben keinen einzigen Offensiven. Die haben noch nicht mal im Mittelfeld einen Offensiven. Das machen wir so. Dreierkette hinten, nur ein Defensiver im Mittelfeld. Massiver, hier massiv und dann über die Flügel. Stellen die schon mal so auf, wie wir sie nachher gerne hätten. Der Leistner ist wie lange? 4 Tage. Der kann danach auch wieder mitmachen. Ich puzzle die mal so rein, wie die üblicherweise bei uns auch stehen würden. Der wird nachher ausgetauscht.
Genau, das müsste in etwa passen hier. Das ist der neue in der Defensive, das ist der Top-Torwart. Dann müssen wir ihn noch austauschen gegen Gavriliuk und so müsste es eigentlich passen. Das ist unsere... Winkel kann natürlich nicht durchspielen, aber auf dem Papier beste Mannschaft. Wir können auch mit dem Jungen spielen statt Winkel und den Winkel nachher reinnehmen. Können wir beides machen. Ne? Ich glaube, ich würde das so sogar machen. Der Hein, da passt, da stimmt noch was nicht. So, jetzt stimmt's aber. Jetzt haben wir eine Stärke von 72, hier unten steht's, und die von 64. 8 Punkte mehr, aber auswärts. Unser Sturm ist drückend überlegen, hat einen 24er Wert. Deren Sturm hat einen 6er Wert, unser Abwehr hat einen 19er. Das heißt, unser Abwehrwert ist immer noch doppelt so groß, Minimum, wie deren Sturmwert. Mittelfeld neutralisieren wir uns und wir haben die Vorteile, deren Abwehr ist sehr stark. Unser Vierersturm, auf jeden Fall, so kann es klappen. Das sollte eigentlich funktionieren. Bei den, dann wollen wir uns noch einen Weiterbildungspunkt holen. Dann gehen wir ins Scouting rein. Sondieren nochmal Österreich. Sondieren nochmal die Schweiz. So, jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage, ob wir jetzt schon. Ich speichere das einmal ab. Wir müssen mal in den Terminkalender gucken, wann wir beginnen zu scouten für die Zeit ab dem 1.2. Das ist die Woche bei uns. Das sind die ersten Ligaspiele. Und ab hier, das ist der 1. Februar. Ab hier können wir Leute verpflichten. Wo der Vertrag ausläuft, die können wir dann verpflichten für lau, ohne Ablösesumme für die kommende Saison. Das hier wird der Deadline-Day sein hier. Das ist die Woche vorher und das ist die Woche, in der wir uns sind. Wir sollten mit dem Scouten eine Woche abwarten. Nächste, oder mit dem Scouten, das meine ich gar nicht, ich meine die Vorgespräche, die wir dann mit unseren Kandidaten führen, um schon mal rauszukriegen, ob die zu uns kommen wollen und um ein bisschen für gut Wetter zu sorgen. Die können wir alle in die nächste Woche reinpacken. In dieser Woche müssen wir das noch nicht machen. Ja? Dann noch ein Blick, wie fit wir sind. Geht so. Kann man nicht wirklich sagen. Mitarbeiterbelastung. Einen noch irgendwo rausschmeißen wäre gut. Wir können die Büroetagen nicht verbessern. Aber ich sehe keine Möglichkeit, wo wir das hier oben machen können. Wir müssen orange sein, nicht rot. Hier können wir einen runtergehen bei einem Betreuern. Das könnten wir versuchen. Boah, wir sind, brauchen eher noch einen mehr. Fans sind zufrieden mit uns. Alles klar. So Leute, rein. Wochenplanung, haben wir irgendwas übersehen und verändert? Ich glaube nicht. Scout-Aufträge haben wir gemacht, Spielerpark sondieren, haben wir alles gemacht. Alles da. Jetzt wieder Training. Jetzt holen wir uns wieder die fertige Woche. WB-Saison 01. Das ist das erste Spiel. Und jetzt überlegen wir uns mal. Das ist ja die erste. Wir haben uns deutlich verbessert. Wir haben uns bei den Ecken deutlich verbessert. Es könnte auch einen echten Unterschied ausmachen. Dribblings sind wir besser. Wir haben kaum verloren beim Pressing. Also die Umstellung auf die Taktik, statt wenige Sachen top zu trainieren, viele Sachen etwas zu trainieren, scheint sich sehr auszuzahlen. Ist mein Eindruck. Ich glaube, das sind wir gut angegangen.
Ich lob uns mal dafür, dass wir das gemacht haben. Dann schauen wir hier noch weiter. Bitte mal alle auch freundlich im Chat. Im Augenblick nur am Chat unterwegs. Demnächst auch am Mikrofon mal den Marcel begrüßen, der unseren Black Panther ergänzt im Chat. Chatmod ist Black Panther. Marcel auch ab der nächsten Unterbrechung wird er mit am Mikrofon auch zu hören sein, unser Marcel. Das Fitnesstraining setzen wir jetzt aber raus. Wir gehen auf die aktive Erholung nach dem letzten Spiel. Noch einmal. Pressing für die Reservisten können wir auch austauschen. Das können wir austauschen gegen Hild. So, dann machen wir hier die Intensität. Bleibt hier. Individuelle Fähigkeiten, Angriffe über Mitte und Außen, das ist Standard Rondo. Schnelles Umschaltspiel ist neu drin für unseren direkten Angriffsfußball und für den Angriffsfußball mit kurzen Pässen. Dann wollte ich eigentlich öfters auch mal Torschusstraining reinsetzen. Da wir mittlerweile 50er Werte haben beim Dribbling, was ganz okay ist, können wir hier mal ein bisschen durchwechseln. Wir nehmen mal Torschusstraining auf. Torabschlüsse heißt das hier. Das würde hier unten stehen. Dann machen wir hier die Angriffe durch die Mitte und hier das Torschlusstraining. Torschusstraining. Torabschlüsse. Das kommt dann hier hin. Das sollte eigentlich passen. Ich glaube, das ist ganz okay und damit können wir arbeiten. Und das würde ich sogar abspeichern als neue Woche. Als neue Woche, die wir hier haben. Das heißt, das nennen wir ab jetzt die neue Woche WB Saison 1. Die finde ich nämlich cooler als die, die wir vorher hatten. Damit können wir, glaube ich, gut arbeiten. Ich würde gerne auch demnächst mal Freistoß und Elfmeter reinstreuen. Aber könnte man nicht alles machen. Wir könnten auch, wir überlegen uns mal, alles was auf 50 ist, ist gut hier unten. Und alles was, deshalb, genau. Wir trainieren Eckenrückraum. Wir trainieren hier immer das, was unten am wenigsten ist, von denen, die da unten stehen. Also Ecken, kurze Ecken, Rückraum, Dribbling und Distanzschüsse. Da trainieren wir immer das Schlechteste. Das wäre in dem Fall Eckenrückraum, weil da ist die Steigerung, die wir erwarten können, die größte. Das Torabschlusstraining könnte man eigentlich immer drin haben. Die Angriffe bei Außen und über Mitte brauchen wir für die Spielphilosophien hochzuhalten. Die individuelle Fähigkeit, damit die Leute sich verbessern. Das schnelle Umschaltspiel brauchen wir für die Spielphilosophien, die wir trainieren lassen. Im Augenblick trainieren wir die und hier ist kein vernünftiger Effekt zu erkennen. Hier kommen wir gar nicht weiter. Das hat sich kaum verändert. Das ist das Einzige, was wir für diese neue Spielphilosophie, die wir trainieren wollten in der Winterpause, allerdings auch eingesetzt haben, war das schnelle Umschaltspiel. Und das reicht anscheinend nicht aus, um den Wert hier hochzutragen. Es reicht nur, auch der beeinflusst mehr den Konterwert. Ich würde sagen, wir vergessen das mit dem Angriffsfußball mit kurzen Pässen als unserer vierten Spielphilosophie und konzentrieren uns auf die anderen drei, auf die wir gut können. Abgesichertes, ruhiges Aufbauspiel, auf den Ballbesitzfußball und auf den direkten Angriffsfußball. Wir gehen es pragmatisch an und trainieren mal das, wo wir ja 99er Wert haben, Ballbesitzfußball, was wir normalerweise auch nutzen. Das nehmen wir wieder rein. Pressing lassen wir raus, weil wir da so hohe Werte haben. Dann können wir es so lassen. Die Rondo-Varianten hatten wir drin, für den Ballbesitzfußball unter anderem. Und auch fürs Training und stützt wahrscheinlich auch das Passspiel. So gefällt es mir gut. So gehen wir weiter.
Frederik Rönnow war im Schulchor, macht Karaoke-Einstand und muss einmal singen. Ein Managerpunkt für uns? Sehr schön. Wir nähern uns dem Deadline Day in 10 Tagen. Erstes Spiel der Rückrunde. Auswärtsspiel in Magdeburg, Leute. Jetzt kommt es drauf an. Wir haben uns an 4 Positionen massiv verstärkt und jetzt wollen wir es wissen. Jetzt wollen wir es wissen. Die arbeiten nicht sehr offensiv. Ein Stürmer, nur ein einziger offensiv orientierter Mittelfeldspieler, in der Mitte kompakt, Flügel auch kompakt, die gehen eindeutig auf Defensive. Wir brauchen nur eine Dreierkette. Wir können so operieren, wie es hier steht, mit 2 Zentralen und Angriff über die Flügel. So hat man es ja auch eingestellt. Mittlerweile sind ein paar Leute wieder fit. Der Toni Leistner ist wieder fit, hat etwas an Kondition verloren in seiner kurzen Verletzungs- oder Krankheitsphase, aber nicht wirklich. Einen Infekt hatte er, glaube ich. Das kriegt er wieder hin. Jetzt können wir die nicht alle oben hinsetzen. Wisst ihr was, ich bin sehr dafür, dass er den Reinhard in die zweite Mannschaft runterschicken. Naja, da müssen wir mal gemeinsam dran denken. Der kommt eh nicht mit zum Einsatz hier. Das können wir knicken. Den Leistner. Ich würde dem Nikolas mal den ersten Saisoneinsatz gönnen, damit er sich zufrieden fühlt und gut willkommen fühlt. Den könnten wir einmal reinnehmen. Das ist auch eine geringe, ne? Der Reinhard kriegt noch seine Einsatzzeiten. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Der hat eine Form von 10, die kann der auch erstmal halten. Der muss auf jeden Fall oben noch rein. Die Frage ist, wen ziehen wir dafür runter? Wir haben hier viele polyvalente Leute. Wir könnten den Hein rausnehmen, denn rechts steht uns auch Niklas zur Verfügung. Hein ist allerdings jemand, den ich auch gerne fördere. Ne, der ist schon 31. Den können wir auch mal rausnehmen. Der ist auch nur, der ist ein Sechser, den können wir mal rausnehmen. Den ersetzen wir durch Leistner. Und Leistner geht dann in die Mitte für Markus Palionis. Ist der Rechtsverteidiger hier, der Elvedi. Hein könnte ihn sogar als 5-9er ersetzen. Schaut mal hier. Ja, weil der Elvedi zu weit außen steht. Da hatten wir vorhin einen anderen Mann. So ist er immerhin 6-1. Dann schauen wir uns den Sturm nochmal an. Winkel können wir nachher bringen. Milos Spantovic in der Mitte, Safrin Gavriljuk Faller hier, Zenga, Ceylan leider draußen. Ich glaube, so können wir starten. Das gefällt mir. Das sieht gut aus. Ich habe Leistner versprochen, dass er die Nummer 1 in der Innenverteidigung ist, deshalb sollte er von Anfang an spielen. Er spielt ja auch innen drin, Wiegland. Lieber nachher aus. Steht ja innen, der Leistner. Er startet auch damit. Aber man weiß auch nicht genau, was es bedeutet. Ob das bedeutet, dass der einfach nur eine Anzahl von Einsätzen braucht pro Saison. Ob die lang sein müssen, ob er in der Stadtformation spielt, ob es ihm reicht, später reinzukommen. Also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich bezweifle auch, ob ihr das wirklich wisst. Ah, du hast später gepostet, alles klar. Ja, also so sollte es eigentlich funktionieren. Dann schauen wir uns noch an, ob wir einen von denen gezielt angreifen wollen. Arne Dobler ist nicht der Schnellste. Aber die sind sonst alle fit. Der Torwart, der hat super gute Reflexe. Ah, Weitschüsse bieten sich nicht wirklich an gegen den. Weitschüsse wären Paraden, ne? Reflex ist aus kurzer Distanz, dann könnte man doch Weitschüsse machen und seine Spielstärke ist auch nicht so groß. Über welche Seite gehen wir rein? Über die Flügel, ne? Hier stehen die mit 2 Defensiven kompakt. Ist eine Seite schlechter als die andere?
vielleicht die Linke, die am hohe Zweikampfwerte, kann man nicht unbedingt sagen. Wir gehen über beide Seiten rein. So machen wir das. Machen den Ballbesitzfußball neutral. Mit etwas mehr Pressing. Ist anstrengend, aber können wir. Vielleicht klappt es ja mit einem frühen Tor. Konter machen wir gerne. Abseitsfalle spielen wir massiv. Dribblings, Distanzschüsse. Dribblings kommen wir eigentlich immer gut durch, finde ich. Wir haben allerdings auch eine tolle Passquote. Wir können beides so in der Mitte lassen. Die Ecken hier machen wir auch in der Mitte. Strafraum machen wir häufiger. Dann können wir, machen wir die beiden Angriffe, die wir nicht trainiert haben, 3 und 4 wieder an. Wobei, die sind für uns gar nicht so gut. Die stießen in die Lücken vor. Die sind, ja, das sind welche, die sind gar nicht top geeignet für uns. Guck mal, das sind solche, die hier in die Schnittstellen vordringen. Dafür passt das gar nicht mit der Formation. Die lassen wir mal weg. Schwachpunkt attackieren gibt es keinen. Ich glaube nicht, dass wir könnten Durim Ora mal ein bisschen pushen. Und dann könnten wir allgemein noch Werte erhöhen, aber ich weiß nicht, ob das so wichtig ist. Ich würde es mal lassen. Wir haben ja nicht mehr viel Spiel. Können wir die Wut irgendwo anheizen? Hier. Nach dem schlechten Spiel zuletzt, das ist die Frage, worauf sich das bezieht. Hier können wir die Taktiken etwas verbessern. Machen wir mal. Das bleibt alles so, wie es ist. Und Anpfiff! Anpfiff, Leute, Anpfiff! Ballbesitz etwas für uns. Sehr ausgeglichen. Erster Angriffszug von Ahlen. Nach 12 Minuten erst. Sofort abgefangen. Die stehen halt sehr massiert. Wir gehen etwas offensiver spielen wir als eben, aber nur geringfügig. Gelbe Karte für die Magdeburger. Es passiert wenig. Ja, die stehen sehr massiert. Wir können uns noch weiter nach außen stellen. Aber ob das was bringt, weiß ich nicht. Etwas mehr noch auseinander. Aber eigentlich sind hier die Schnittstellen. Wir machen es mal so. Da stehen die beiden Zentralen sicher auch auf dem Fuß. Wir gehen mit den Außenverteidigern etwas weiter nach vorne. Guck mal, ob das was bringt. Magdeburg. Abseits. Wir spielen mit Abseitsfalle. Die Mannschaft neutralisiert. Elfmeter! Elfmeter für uns! Mann und Falle tritt an. Ja! Tor! Ganz wichtiges Tor. Jetzt müssen die kommen. Jetzt müssen die kommen. Wir gehen wieder auf neutral. Leute! Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Klasse. Faller. Das heißt, unser Außenstürmer hat es geschafft. Faller. Freistoß. Faller. Der Torschütze höchstpersönlich schießt. Ist das ein Direktschuss? Knapp vorbei. Der will heute echt was erwischen. Akira Nagasaki brüllt. Faller. Faller. Unser Knaller. Jetzt kommen unsere Leute. Welche die kleine Umstellung eben auch was bewirkt. Pantovic weit auf den Flügel. Ora in der Mitte knapp vorbei. Winke war aber auch sehr, sehr spitz. Mittlerweile der Ballbesitz besser für uns. Magdeburg kontert. Abseits. Wir arbeiten mit Abseitsfallen. Ahlen kommt. LW, die Innenverteidiger, passt über den Flügel. Gavriliuk zügig in die Ecke. Diagonal hin und her. Ora sucht wen? Urea, den defensiven Neuen. Oh, knapp abgewehrt. Die haben wohl Glück gehabt.
Hätte auch Innenpfosten sein können. Und cool, Pressing, das war Gegenpressing. Konter abfangen ist Gegenpressing, glaube ich, ne? Ja, läuft. Ist noch nichts in sicheren Tüchern, in trockenen Tüchern, aber läuft. Danke an Galdia für deine Unterstützung von den Rängen und das 19. Abo. Hallo Galdia. Schön, dass du uns ein bisschen anfeuerst. Ein schwaches Spiel, ein spannendes Spiel. Taktisch auf hohem Niveau. Mannschaften neutralisieren sich gegenseitig. Weiterhin. Ja, wir lassen die Taktik mal so, wie es ist. Setzen die über Pressing, über Druck. Wir liegen 1-0 vorne. Nicht zu sehr ins Risiko gehen, aber auch nicht einbunkern. Sag mal, wenn die taktisch so feststehen, sollen wir es dann durch Dribblings mehr versuchen? Wenn wir hier nicht durchkommen, weißt du was, wir versuchen es mal. Wenn die uns so neutralisieren, durch die kompakte, die kompakte Mitte, wir versuchen mal etwas mehr zu gehen, noch über Distanzschüsse und über... Habe ich die Dribblings hier deaktiviert? Was war denn das? Ich versuche mal über Dribblings durchzukommen, ja? Vielleicht klappt's ja. Haben wir trainiert? Vielleicht klappt's ja. Distanzschüsse und Dribblings. Vielleicht sogar noch mehr auf Dribblings. Die haben keinen so guten Torwart. Wir versuchen das mal. Wir machen mal alle diese Sachen, die wir gut trainiert haben, aufs Maximum. Einverstanden? Mal gucken, ob das klappt. Dann schauen wir mal nach. Unsere Spieler sind alle halbwegs fit. Man kann so weitermachen. Dann gucken wir noch, wen wir... gelbe Karte ist keiner. Wir müssen keinen rausnehmen. Wir loben Faller. Marlon! Was war wieder ein Knaller, Marlon? Marlon wird dick von uns gelobt. Cool gespielt, Marlon. Du spielst super. Mach so weiter, Marlon. Mach weiter. Wieso den Kurzpass spielen, Wiedland? Also wenn die hinten so kompakt stehen... Da kommt man mit Kurzpassspielen nicht so gut durch. Also ich würde eher versuchen, durch Dribblings durchzukommen. Was sagen die anderen im Chat? Wenn die Inten so eng stehen, dribbeln oder Kurzpassspiel, wünscht euch was. Oder Distanzschüsse. Wiedland macht nein, WB. Versuche es weiterhin mit kurzen Pässen. Also gerade hat es nicht so gut funktioniert. Ich würde es gerne, wir sind individuell ja besser besetzt als die. Mal gucken, ob das geht. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Bruder von Levin wünscht sich auch Kurzpassspiel. Warum denn? War das unsere Spielphilosophie eher entspricht, dem Ballbesitzfußball? Oder warum? Versuch es, umstellen kannst immer noch. Alles nutzen, wünscht sich Gottes Hera. Ja, komm, wir müssen mal was experimentieren. Wir können nicht immer nur dasselbe machen und zugucken, wie wir unsere... Ja, gesetzt, wir sind ja besser, aber setzen das nicht richtig um. Wir probieren das mal aus. Black Panther verlangt auch Distanzschüsse. So. Marlon Faller wird gelobt und dann Pantovic, der spielt echt unter seinem Niveau. Der kann besser. Unser bester Mann, der kann mehr. Zeti Zet, danke dir. Auf einen weiteren Monat, 19. Abo. Danke an Zeti Zet. Der wird, also, das kannst du echt, wie kann man sagen, dem ganz offen, so eine Halbzeit will ich nicht mehr sehen. Der kann wirklich besser. Marlon Faller freut sich. Danke, darüber freue ich mich. Knutator, danke dir fürs allererste Abo an dich. Liebe Leute, begrüßt mal Knutator, neu in unserer Twitch-Community bei WB. Begrüßt ihn mal ganz freundlich. Milosch, fairer Schwarzmann, akzeptiert, dass ich ihn zusammengeschissen habe. Spiel geht weiter. Ballbesitz bei uns. Angriff Magdeburg. Ja, ein Angriff hat noch nicht viel zu bedeuten. Oh nein. Nein. Oh, gut, dass wir den tollen Torwart haben. Ahnen kommt. Wendt, linker Flügel, Diagonalpass. Rüber auf die andere Seite. Was ist denn das für ein irrer Spielzug? Orea, Kopfball von... Ja! Ja! Unsere Neuverpflichtung. Im ersten Pflichtspiel, erstes Tor für unsere Neuen. Und wir arbeiten weiter. Wir können gleich wechseln. Wir tauschen mal ein bisschen aus. 2-0 reicht mir sogar. Das heißt nicht, dass wir uns da einmauern. Oh, die haben umgestellt. Die werden jetzt etwas offensiver und bieten uns hier in der Mitte was an. Wir holen uns mal frische Kräfte rein. Der Winkel geht für den Ora rein. Der Winkel sammelt ja Kondition, es ist unser Standardspezialist. Der geht auf jeden Fall rein. 4 Wechsel noch möglich.
Wir ziehen die Außenverteidiger wieder etwas zurück. Wir liegen 2-0 vorne. Es gibt keiner, zwingt uns, so offensiv zu spielen mit unseren Außenverteidigern. Wir könnten sogar auf eine Viererkette umstellen und hinten komplett dicht machen und dafür einen der Stürmer rausnehmen, denn da sind die Einwechselmöglichkeiten begrenzt. Wir könnten eventuell sogar Pantovic mal rausnehmen. Der ist eh nicht in Topform. Es geht, der sammelt eher noch Konditionen durchs Spiel, den lassen wir rein, der hat kein frisches Problem. Er bleibt drin. Aber ich nehme ihn auf diese Seite. Weil hier ist die Lücke im Spiel. Da ist die Lücke. Da ist die Lücke. Wir könnten höchstens Gavriljuk rausnehmen. Aber der hat noch super Kondition. Das ist nicht nötig. Dann der spielt weiter durch. Den ziehen wir etwas nach hinten, den Defensiven. Wir könnten einen Defensiven für einen Zentralen rausnehmen, falls einer abbaut. Leistner in der Mitte baut deutlich ab. Ja, den setzen wir mal raus. Leistner nehmen wir mal raus und ersetzen ihn durch Palionis. Der kann das genauso gut wie er. Oder machen das etwas später noch. Wir könnten einen zentralen Nizenga können wir rausnehmen für Palionis. Dann machen wir hinten ein bisschen dichter. Leistner spielt noch weiter mit. So. Die in die Mitte. Die verteilen sich weiter hier. Dann schauen wir mal, was passiert. Drei Wechsel noch möglich. Jetzt wollen wir das mal unter und jetzt gehen wir mehr über die rechte Seite, weil da ist der Platz, den die uns anbieten. Hier ist der Platz. Das bieten die uns an. Gehen zugleich zum abgesicherten ruhigen Aufbauspiel, sparen noch mehr Kraft, Pressing bleibt oben. Jetzt bin ich gespannt. Freistoß Aalen. Mannschaft reagiert sofort auf die Umstellungen. Kurz ausgeführt, Gavriljuk in der Mitte, Palionis neu drin. Pantovic schießt und verschießt. Palion ist sofort vorne zu finden. Gerade ist ins Spiel reingekommen, der Innenverteidiger. Sofort vorne zu finden. Oh, es klappt. Mit der etwas defensiveren Formation entfachen wir mehr Angriffsdruck, weil der Gegner allerdings auch weiter vorne steht und mit einem Stürmer mehr spielt. Pantovic, ja, das war sein Tor. Milos, wir hatten ihn verschoben, etwas nach rechts und genau von der Stelle aus hat er geschossen oder geköpft. Genau von der Stelle, wo wir ihn hingestellt haben. Genau da war die Lücke, die der Gegner uns angeboten hat. Abseits Philipp Winkel. Jetzt können wir noch einmal wechseln. Das 3-0 schaukeln wir nach Hause. Beim Einsatz gehen wir etwas runter. Chat brüllt Tor! Und jetzt haben wir noch mehrere Wechsel sind möglich. Wir nehmen rein. Wir nehmen den Ersatztorwart. Dem können wir auch mal jetzt was bieten. Drei Wechsel. Dem Urea, der wird ganz viel und oft bei uns losspielen, gönnen wir eine Pause und nehmen den Hug rein. Ja. Oh, warum ist der Hug denn so fertig? Ach, stimmt, der muss Konditionen aufbauen, der war verletzt und dadurch gewinnt er auch Konditionen, dass der jetzt noch spielt. Den hätten wir auch ein bisschen früher reinnehmen müssen, da habe ich nicht dran gedacht. Dann könnten wir auch den Torwart reinnehmen. Immerhin sind wir mittlerweile in der 72. Minute. 18 Minuten für den Ersatztorwart. Dem würden auch 10 reichen. Zwei Wechsel noch möglich. Einen noch. Der Wendt wird wahrscheinlich die ganze Zeit durchspielen. Den setzen wir durch den Klaas. Oh, Toni geht's nicht gut.
Toni in der Mitte. Der hat echt mittlerweile, ja, den müssen wir einmal austauschen. Den Toni ersetzen wir dann durch Elvedi in die Mitte und Toni auf der rechten Seite ersetzen wir durch den Feed. Hier. Und wenn dann weiter nach außen geht, sind die Werte auch größer. Viererkette hinten. Und dann haben wir noch einen Wechsel übrig und den würden wir am Ende der Partie nutzen, um ganz am Schluss nochmal den Torwartwechsel durchzuführen. Ja? Alles klar? Weiterhin über die rechte Seite. Ja, das sind die Besten. Weiterhin über die rechte Seite. Milos bleibt drin. Das ist hart, ich weiß, aber er bleibt drin. ...3-0 für uns. Wichtiges Spiel. Erstes Spiel in der Rückrunde. Schaukeln wir das jetzt nach Hause? Im Magdeburg mit einem der ganz seltenen Angriffe. Flügelwechsel. Abseits. Jetzt kommt unser Ersatztorwart rein. Der dritte Torwart. Der darf auch einmal mitspielen. Da haben wir das hinter uns. Winkel will mehr. Freistoßspezialist Philipp von der Seite direkt aufs Tor. Wow, aus dem Winkel Magdeburg kontert. Vorletzte Spielminute, 89. So nicht. Habe ich Magdeburg? Nee, Magdeburg war das ausgesprochen, ne? Magdeburg, jetzt bekommen sie noch eine rote. Und noch eine Ecke. Rote und eine Ecke. Wieso riskieren die eine rote Karte, wenn die 0-3 zurückliegen in der Verlängerung quasi? Also dafür fast ein... Hör mal, der Nikolas. Cool, super. Das tut ihm gut. Unser dritter Torwart. Schade, dass er keine Note bekommt dafür. Einsatzzeit war zu kurz. Dafür hätte er, glaube ich, 20 Minuten mitspielen müssen. Aber fein, hat er cool gemacht. Super Spiel. Wir haben die anderen gespielt. Ingolstadt, unser Hauptkonkurrent, hat nur unentschieden gespielt. Ja, Ingolstadt. Mit denen sind wir in direkter Konkurrenz. Schaut mal links unten hinter mich. Hinter mich. Schaut mal in die Tabelle. Wir haben Punkte wettgemacht. Ahlen Platz 3. Das ist der Platz, der zur Relegation berechtigt. Ingolstadt jetzt 2 Punkte. Nee, das sind die Punkte. 1 Punkt hinter uns und nur 1 Punkt hinter Eintracht Braunschweig, den Absteiger. Und das ist der Platz, der direkten Aufstieg bedeuten würde. Leute, super. Ja, was für ein cooles Spiel. Wie schön wir die anderen gespielt haben. Braunschweig hat auch nur unentschieden gespielt. Klasse. Zauberhaft.